Ja, und Banzo hat es wirklich genau gesagt, das könnte ein Hochgeschwindigkeitsduell werden und vor allem auch ganz schnell zu Ende gehen. Jetzt als Referee im Ring, Ceyhan Gökel, der Mann aus Wien. Ja, grüß dich Ceyhan, leiwand, dass du da bist. Ringfrei zur ersten Runde, First Round. Ganz schnell abgetaucht und sofort Single-Leg-Versuch mit Takedown-Ansatz hier von Rabih Azizi. Gut verteidigt von Alipur. Hat den Käfig genutzt, gute Balance. Noch kein Schlag ausgetauscht. Jetzt die erste. Aber nur als Einleitung und sofort wieder die Attacke auf die Beine. Also man sieht sofort, in welche Richtung das Ganze geht. Das sind diese Duelle, die immer so klassisch sind. Der eine Boxer-Hintergrund, also eher Standkämpfer, das ist die Gewohnheit. Der andere kommt vom Ringen. Damit natürlich klar im Bodenkampf im Vorteil. Jetzt legt er ihn sich langsam zurecht. Rabih versucht nämlich seinen Gegner Ayan weg vom Zahn. Und der versucht sich aber wieder zurückzuschieben. Sieht man schön, wie er mit. Er versucht hat, sich wieder zum Cage zu bewegen. Rücken hinten dran am Gitter. Abstützen da wieder. Zack, zack. Zwei kurze Fußschieber. Schon ist er hinten dran. Dieser Zaun, dieser Käfig wird ja von den Zuschauern oft auch missverstanden. Man denkt ja immer, das wäre so was Brachialisches. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein Schutz für die Kämpfer. Weil stellen wir uns jetzt vor, die würden im Ring kämpfen. Dann würden sie jetzt schon unterm untersten Seil durchkullern und legen draußen. Das ist immer gefährlich. Ist auch oft schon passiert früher. Ja, und deswegen ist der Käfig ja auch nur zur Sicherheit der Kämpfer und nicht, um das irgendwie abschreckend zu machen. Und der Kämpfer an sich kann natürlich auch den Käfig nutzen, um besser aufstehen zu können. Er hat dann Druck im Rücken, kann sich am Käfig hocharbeiten. Das wäre natürlich auch bei dem Boxring nicht möglich. Die dürfen sich sogar abstützen, das sieht man jetzt auch. Das macht jetzt Rabih Azizi. Die Füße hinten, zack, sieht man da. Sein rechtes Bein stützt ab. Und damit schiebt er sich und seinen Kontrahenten mehr so in die Mitte. Guard-Position und ja, das ist wie so eine Art Schachspiel am Boden. Schwierig nachzuvollziehen für den einen oder anderen Laien, der noch nie am Boden gekämpft hat. Aber hier wird genau austaktiert, in welchem Winkel kann ich vielleicht einen Hebel ansetzen. Wie kann ich mich gegebenenfalls befreien. Oder jetzt wie Rabih macht, sich aufrichten, weil dann kann er natürlich auch versuchen, mit Schlägen seinem Gegner dann in irgendeiner Art und Weise zuzusetzen. Jawohl, jetzt kommen diese Ellbogenattacken. Ground and Pound nennt man das, also am Boden den Gegner dann bearbeiten. Ja, kurzer Ellbogencheck da auch nochmal gewesen. Ja, und Ayan macht natürlich eines, er zieht den Gegner eng an sich ran. Versucht die Arme zu neutralisieren, versucht den Gegner eng am Körper zu halten. Denn auch wenn er in der Rückenlage ist, hat er hier noch Möglichkeit zu kontern. Durch diverse Hebeltechniken kann man sich da befreien. Für einen Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer ist das eine Position, in der durchaus noch einen Kampf gewinnen kann. Das ist immer die Frage, wie gut ist man am Boden? Der Ellbogenschlag pfefferte daneben. Zum Glück für Alipur, dass er da nur auf die Matte geknallt ist, der Ellbogen von Rabih Azizi. So, und Jakob Marschall, den sieht man da im Hintergrund im weißen Shirt, der flüstert seinem Schützling genau zu, was er machen soll. Ist natürlich schön, wenn man dann auf der Seite ist, wo auch der Coach ist, der Trainer. Also ob so geplant war, möchte ich jetzt mal bezweifeln. Hat sich aber jetzt einfach ergeben und ist sicherlich vom Vorteil. Ah, wirklich ein zähes Ringen hier am Boden. Da ist Aktion, wurde jetzt aber gerade auch moniert von Jay Gökel, dass sie mehr zeigen müssen. Wenn sich beide neutralisieren am Boden, wenn zu wenig Aktion ist, dann kann natürlich auch der Kampfrichter dazwischen gehen und beide wieder aufstehen lassen. Aber noch hält der Judge sich zurück, lässt die Aktion am Boden noch passieren. Auch wenn jetzt gerade nicht so viel zu erkennen ist. Ja, schwierig. Es ist wirklich so, der eine versucht, den Arm frei zu bekommen für eben solche Aktionen und der andere versucht sofort, das zu ersticken. Jetzt kurzer Versuch, sich aufzurichten, um sich frei zu machen von Azizi. In der Mitte bleiben. Noch 30, Rabih.
So, halbe Minute, nicht mal mehr auf der Uhr. Bisher eine Runde fast komplett am Boden ausgekämpft. In der gleichen Position. Ja, gibt es noch jetzt so ein kleines Feuerwerk zum Rundenende. Die hat gesessen. Die rechte, die kam noch mal ganz, ganz knackig an. Es waren noch mal Punkte für Azizi. Ja, zum Schluss. Das macht doch noch mal Eindruck bei den Kampfrichtern, wenn ich zum Schluss noch mal kurz Gas gebe. Das bleibt in Erinnerung. Und das ist wie so ein Ausrufezeichen auf dem Punktzettel. So, zack, ich bin hier, ich dominiere. Und das hat er auch getan, diese erste Runde. Die dürfte ganz klar an Rabi Azizi gehen. Holt er sich hier der Münchner vor seinem eigenen Publikum. Ja, und dass er ringerisch Qualitäten hat, das hat er einfach gezeigt. Für Alipur natürlich sehr ärgerlich. Die ganze Runde in der gleichen Position, am Rücken, ohne große Möglichkeiten, sich da verteidigen zu können. Vielleicht hätte er etwas mehr Risiko geben müssen. Hätte am Boden vielleicht etwas explosiver versucht, sich zu befreien. So hat er die Runde jetzt abgegeben. Okay, die erste von drei möglichen. Vielleicht war es aber auch ganz schlau, wenn er merkt, er kommt nicht raus, mit Gewalt dort irgendwas zu probieren und dann Kraft zu vergeuden. Ist auch keine Variante. Ernsthaft Schaden hat er noch nicht genommen. Da sehen wir. Helfen Sie die beiden Kämpfern in die zweite Runde. Ringfrei zur zweiten Runde. Dürfte klar sein, Arian Alipur. Auf dem Boden sollte er sich so schnell nicht wieder bringen lassen. Ich gehe aber davon aus, dass Azizi gleich wieder einen Takedown probieren wird. Das wird genau das Schablone werden jetzt vor der ersten Runde. Alipur versucht so ein bisschen und sofort wieder eine Einleitung, ein Schlag sofort, die Attacke gekontert, und gleich wieder. Ja, guck an, schnell durchgedreht. So, und jetzt macht Arian eines, jetzt drückt er seinen Gegner an den Cage-Zaun, der aber kontert. Switcht rum und jetzt haben wir die Situation, die gleich wohl wieder übergehen wird in den Bodenkampf. Da ist es schon passiert. Als würden wir hier das Bein weggesichelt und genau die Position, in der wir ja die erste Runde beendet haben. Ärgerlich für Alipur. Er kann jetzt nicht die zweite Runde wieder so verweilen am Boden wie in der ersten Runde. Er kann nicht abmatten. Also er kann hier nicht die ganze Zeit nur mit dem Rücken unten liegen und versuchen, Aktivitäten zu unterbinden vom Gegner. Na, jetzt kommen die kurzen Schläge auf die Seite. Das ist nicht besonders kraftvoll, aber das ist so wie Einzahlen auf so ein Konto. Das wirkt sich irgendwann aus. Und die Hände auf ihn drauf, Rabbi. Konzentrier dich, mach's genau. Die rechte auch. Erst beide Hände. Ich bin schon fast versucht, einfach hier nur das Mikrofon rüberzuschieben in die Ecke von Rabbi Azizi. Da wird alles genau erklärt. Da kriegt man richtig fachlich genaue Anweisungen. Ja, Azizi sammelt jetzt wieder Punkte. Er macht seinen Ground and Pound, versucht Ellenbogen reinzubekommen. Und versucht genau wieder das Gleiche. Ja, Adipur versucht ja schon mit den Beinen runterzukommen. Genau, setzt so ein Fädelte ein, um ihn abzuwerfen. Das ist nicht effektiv genug. So kommt er vom Boden nicht weg. So kommt er nicht weg vom Boden. So gibt er die Runde genauso ab wie die erste. Er muss was tun. Jetzt in die Side Position. Azizi guckt, dass er jetzt zum Kopf kommt. Wichtig ist Top-Kontrolle, Rabbi, okay? Wir kontrollieren die zweite Runde auch noch. So zieht sich da auch mühelos raus aus dieser Umklammerung von Alipur. Also Azizi macht das Ding hier ganz souverän. Ja, und wir sind ja direkt hier am Käfig. Wir haben eben schon den Trainer gehört, der gesagt hat, wir kontrollieren die zweite Runde genauso wie die erste. Ja. Er muss nichts ändern. Also Rabi Azizi kann seinen Matchplan genauso weiterführen, wie er ihn jetzt Augenblick macht. Spielt ihm alles in die Karten. Komm her, Azizi, bisschen mehr. Ja, er darf eben nur nicht verharren, dass das Ganze abgebrochen und in den Stand gebracht wird. Solange er die Position hier dominiert und behauptet, geht das auch weiter am Boden. Und dann läuft Alipur die Zeit davon. Der Handschuh ist auch von Alipur. Oder kaputt. Kann eher sein, dass er mit dem Daumen da rausgeflutscht ist, ja. So rechts, ja, es kann passieren. Oh, Treffer rechts, Treffer links, jetzt Alipur muss jetzt Treffer hinnehmen. Kontrolle und atmen. Kontrolle und atmen.
Nein, niemals, genau, genau. Hey, fang die Hand von. Und jetzt merkt man auch, dass Alipur die ganze Zeit nicht nur in der Bodenlage den Gegner sich abwehren muss, sondern er muss ihn auch tragen, er muss das Gewicht des Gegners halten. Und der wirkt schon, man sieht, der Mund ist offen, der wirkt schon ziemlich ausgepumpt, der atmet schon ziemlich doll durch. Da wird natürlich auch permanent Druck ausgeübt. Ja, wenn der auf dir drauf ist, der versucht natürlich auch Druck auszuüben auf deinen Brustkorb. Das Atmen fällt dir schwer, aber jetzt ist er mal in der Oberlage. Jetzt ist er hochgekommen. Jetzt die Chance für Alipur, vom Boden wegzukommen. Ja, gut, er muss jetzt auch mehr Aktion zeigen. Der müsste vor allem noch eine ganz starke Schlussminute hinlegen, wenn er die Runde noch erobern möchte. So, jetzt ist Assisi ein bisschen in der Bredouille. Ja, aber er kommt da wieder raus. Er nutzt jetzt auch den Käfig, um wieder hochzukommen. Stabilisiert sich. Und ich gehe davon aus, dass Assisi jetzt gleich wieder versuchen wird, den Konter durchzuziehen, ja, wieder einen Takedown zu machen. Und dann sehen wir Alipur wieder am Boden. Ja, der versucht, den Gegner jetzt auszuheben. Single Leg hat er schon gehört. Da kommt der Sichelansatz. Oh, Assisi versucht er mit der Guillotine. Aufgabegriff, nee, das funktioniert so nicht. Das dreht ihm nur den Arm weit weg. Jetzt hat Alipur die Möglichkeit. Gute Position, er muss weiter rumkommen, er muss weiter anzusetzen. Jetzt dreht er sich richtig weit rein. 10 Sekunden, das könnte ja sehr knapp werden. Na, das schafft Assisi. Ich glaube, die Zeit wird nicht reichen. Brenzlig nochmal gewesen zum Ende der Runde für Rabi Assisi. Ist natürlich jetzt die Frage, ob die Kampfrichter die Runde noch für Alipur geben. Oder doch. Na, es wird nicht ganz gereicht haben. Dafür war zu viel Zeit schon rum, die vorher wiederum Rabi Assisi dominiert hat. Aber Alipur, Respekt, hat sich nicht aufgegeben und hat jetzt gekontert. Zeigt, er ist noch da, zeigt, er ist in diesem Duell. Nachdem er lange Zeit hier am Boden wieder dominiert wurde, selbst diese schwierige Situation überstehen musste, als dann Assisi schon in der Seitposition war. Die Treffer waren hart und jetzt plötzlich war er da. Sehr gut für ihn, auch vom Kopf her, dass er da nochmal zurückgekommen ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er die ersten beiden Runden verloren hat. Er kann nur auf ein vorzeitiges Ende gehen. Er muss versuchen, seinen Gegner in den nächsten 5 Minuten zu finishen. Nach Punkten kann er es nicht mehr holen. Noch ist nichts entschieden, bisschen Wegsehung für die Kämpfer da oben. Reinfrei zur Runde und letzte Runde. Stimmung sehr gut. Respekt da. Vom Publikum für beide, die gesehen haben, da ist einer, der gibt sich nicht auf, der will nochmal. Jetzt gucken wir mal genau, Assisi soll mit Schlägen kurz mal andeuten, was los ist. Aber Alipur muss eigentlich punkten mit Schlägen. Oder mit Kicks, jetzt muss er gucken. Welche Variante ist die, die zum Erfolg führt? Ja, da waren mal zwei Hände drin im Ziel. Konter von Assisi, Takedown-Versuch, gut abgefangen, eine schöne Ringeraktion. Super, dreht durch und ganz gekriegt. Oh, Mount-Position. Assisi hat sich aber schnell rumgedreht, bietet ihm zwar jetzt hier den Rücken an, aber hat sich sofort gefährlich der Situation entzogen, dass er erstmal hier Schläge kassieren muss. Nur das ist jetzt immer noch ganz, ganz brandgefährlich für ihn hier. Und wenn du genau hinschaust, die Beine hat er schon verhakt ineinander. Das heißt, er kann Druck in die Mittelpartie ausüben. Wenn er es jetzt noch schafft, die Hände richtig zu positionieren unter dem Kinn, kann er hier eine Submission schaffen. Ja, und er muss darauf abzielen. Wenn er die ersten beiden Runden verloren hat, hat er jetzt die Chance, das Ganze noch rumzudehnen und durch Submission zu gewinnen. Assisi versucht sich jetzt rauszudrehen. Er muss ihn vom Rücken runterbekommen. Leichter gesagt als getan. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar versucht durchzurollen zu einer Seite. In dem Fall müsste er nach rechts versuchen durchzurollen. Guckt jetzt sogar noch rüber zu seinen Trainern, holt sich noch ein paar Infos. Genau, Rabbi, du machst es schon richtig. Pass auf die Bürger, pass auf die Bürger. Die Situation nach wie vor gefährlich für Assisi. Oh, da ist der Griff. Der Griff ist drin von Alipur. Gefährliche Situation. Aber er gleitet übers Gesicht ab. Assisi flutscht ihm da raus.
Jetzt muss aufpassen, jetzt muss aufpassen, weil sonst bleibt Adipur, genau, da hat nämlich die rechte Hand schon wieder dran. Und versucht nur langsam einzufädeln zwischen Kinn und Brust. Er muss sich drehen. Azizi versucht sich jetzt zu drehen. Aber solange die Beine nicht müde werden und er Druck ausüben kann mit seinem Unterschenkel auf dem Bauch, kann Azizi sich nicht drehen. Ja, aber er kann die Hand auf jeden Fall mal wegbringen. Damit ist er schon mal die Gefahr einer Würge los. Andererseits ist dann eben ein bisschen offen und er gibt Trefferfläche preis. Alipur versucht wieder anzusetzen. Ja, das sieht schon gefährlich aus. Die sitzt drin. Das war's. Das geht dem Ende zu. Nein, es ist nicht. Oh, gut verteidigt. Er schiebt es wieder übers Kinn drüber. Ganz gefährliche Situation für Azizi. Alipur fehlt jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen die Kraft, dass er da noch dementsprechend zuziehen könnte. Einfach. Oh, das war knapp. Ich habe schon das Ende gesehen, aber da hat sich Azizi noch mal freikämpfen können. Du bist natürlich jetzt auch in der dritten Runde stark geschwitzt. Da ist es schon mal ein bisschen schwieriger oder einfacher, sich zu verteidigen, da rauszuflutschen. Da schackt wieder. Also Alipur weiß schon, was er macht. Jetzt wieder. Griff rein. Und wie oft kann Azizi das noch lösen? Also die Runde läuft völlig anders als die beiden zuvor. Ganz großer Respekt hier an Ayan Alipur. 1:30 noch, also noch genügend Zeit für Alipur, noch mal eine Submission anzusetzen. Und jetzt sieht es wieder sehr gefährlich aus. Aber noch nicht unterm Kinn. Er muss unter das Kinn kommen. Er muss Druck ausüben. Der ist da. Der linke Arm, der fädelt so langsam wieder hin. Das ist alles so. Es sieht so ein bisschen heimlich aus, was er da schon noch macht. Alipur. Jetzt wieder. Schläge, damit er die Hände wegnehmen muss, dass Azizi öffnet. Und eine halbe Minute lang sollte er sich da auch nicht bearbeiten lassen, Azizi. Da muss er jetzt mehr machen. Oh, da. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Ist er unterm Hals? Ist er drunter? Nein, er ist noch am Kinn. Das wiederum macht Rabi Azizi immer gut. Schnell genug das Kinn nach unten, damit der Arm nicht drunter kommt. Aber in der Runde muss er einstecken. Das ist auf Messerschneide. Noch 30 Sekunden. Wenn Azizi einmal nicht schnell genug die Arme wieder hochbringt und Alipur diesen Würger ansetzen kann, dann reißt er das Duell nochmal rum. 20 Sekunden noch. Rechter Fuß kann dir helfen. Härter, Ari, härter! 16 Sekunden, Rabi. Das ist fast komplett. Man hört keinen Zuschauer, man hört nur die Trainer kurz ihre Anweisung geben. Jetzt will er nochmal. Rabi Azizi. Ende der dritten Runde, Ende des Kampfes. Spannende dritte Runde. Eine dritte Runde, wo ich jetzt mit dem Verlauf mitgerechnet habe. Azizi wirklich im Bedrängnis gewesen, hat da zwei, dreimal gegen die Submission ankämpfen müssen. Für mich sah es fast schon so aus, als wäre die Würgetechnik abgeschlossen, aber dann konnte er sich nochmal befreien, hat sich da gut verteidigt. Und was für ein Kämpferherz, also wirklich Respekt pur für Ayan Alipur in diesem Fall. Der hier in der dritten Runde nochmal alles reingehängt hat, die hat er auch klar für sich entschieden, die hat er gewonnen. Nur wird das reichen, nachdem die ersten zwei Runden doch ziemlich deutlich von Rabi Azizi dominiert wurden. Ja, fertig ist er, komplett. Kriegt ihr nochmal einen aufmunternden Klaps von Gonzo. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es drei Runden lang geht und über die Punkte war es knapp und wir hatten ein gutes Pärchen hier drin und dafür hätte ich ganz gerne einen guten Applaus für meine Kämpfer Ayan Alipur und Rabi Azizi. Komplett vollbesetzte Halle hier in München, ausverkauft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht nicht über die Punkte, es war auch noch ultra knapp. Wir haben eine Kampfrichterentscheidung nach Punkten 2:1. Der Sieg geht, ich sag's nochmal, ultra knapp an den Mann in der roten Ecke. Ui. Den Homeboy Rabi Azizi. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Denn ich hätte den Sieg eher genau bei Blau gesehen. Und der klar, der ist jetzt erstmal so enttäuscht, Rabi Azizi. Da hat er sich im ersten Mal weggedreht. Das ist nicht, weil er unsportlich ist, sondern weil er einfach so enttäuscht ist.